Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Oh. Calvino muss in Quarantäne. Guten Morgen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück bei den Schrömmels. Wir haben die halbe Nacht nicht geschlafen, weder heute Nacht. Das war ja schon letzte Nacht so, das habe ich euch gestern in dem Vlog erzählt. Und heute Nacht hätte ich super schlafen können, Bernd auch, aber Smurfy hatte Durchfall. Und er hat sich dann immer, wenn wir gerade wieder so eingeschlafen sind, so eingenickert sind, hat er sich wieder an die Tür gestellt und ja, dann ist der Bernd sofort immer mit ihm rausgegangen und er sagt, Weltuntergang kam da raus. Er hatte nämlich gestern zweimal enorm Glück gehabt für sich. Also er hatte Essen gefunden. Einmal ist er, habe ich nicht aufgepasst, auf den Tisch gesprungen, hat sich Kekse und so geklaut im Haus. Und zwar geht er halt auf den Stuhl und dann auf den Tisch. Also man muss den Stuhl immer nah genug an den Tisch machen, so drunter schieben, dass er da nicht drauf kommt. Und beim zweiten Mal sind wir abends gelaufen. Es war schon dunkel, es wird ja schon total früh dunkel mittlerweile. Und ja, dann hat er irgendwie einen Döner oder so aus dem Gebüsch geholt. Ich habe nur noch so ein Riesenstück abgerissen aus seiner Schnauze, weil der giert das sofort runter, unglaublich. Ja, hat aber auch ein großes Stück gefuttert und ich glaube, das gab den Durchfall. Also ich glaube nicht, dass er krank ist. Der ist jetzt zwar auch müde. Da liegt er. Klar ist der müde, ne? Hat ja genauso wenig geschlafen. Dann hat er ganz viel gekuschelt, hat sich immer so zusammengemummelt und so. Und hat sich dann bei uns hingelegt. Oh, wie süß er sich gemeldet hat, ne? Ich weiß noch, einmal als Welpe hatte der Durchfall. Als er so, keine Ahnung, wie lange war er dabei? Und 6 Wochen oder so. Dann hat er halt hier in die Wohnung gemacht. Nachts hat er sich nicht gemeldet. Jetzt meldet er sich voll süß. Und Bernd ist sofort wach geworden. Davon. Also. Ich nicht. Ich bin erst wach geworden, wenn Bernd aufgestanden ist. Jedenfalls, wenn ich heute wieder so viel gähne hier im Video, wundert euch nicht. Ich bin halt wieder müde. Ja. Die Männer sind schon aus dem Haus. Und Bernd war gerade nochmal hier, der war nämlich kurz im Rewe einkaufen, der hat mir meine vegane Mühlen, wie heißen die? Paprika, Spicka, irgendwas, vegane Mortadella, keine Ahnung. Hat er mir 19 Stück mitgebracht. Die frieren wir dann immer ein und dann taue ich die nach Bedarf auf, also wir essen die alle gerne. Und was hat er noch geholt? Diese Leberwurst, auch von der Rügenwalder Mühle mit Schnittlauch, denn wir fahren nachher zum Haus und wir machen uns Brötchen und Brote, dass wir die mitnehmen, weil wir da ja noch nicht kochen können und uns nicht wieder Essen bestellen wollen oder Essen holen wollen. Ja, deswegen machen wir uns heute alle Kniften und Brötchen, die habe ich schon aufgebacken. Bernd macht sich welche am Laden, der hat sich unterwegs Brötchen geholt gerade. Und wir gehen nachher in den Action. So ist der Plan. Bummeln und ein bisschen schauen, was so gibt. Und ich wollte nochmal gucken, ob ich irgendwas Besonderes finde, um Nikotinfenster zu reinigen, dass ich das Nikotin da weiter rausbekomme. So, meine Lieben, es ist wieder eine Planänderung, wie so oft bei uns. Entschuldigt die unvorteilhafte Kameraposition. Es ist so, eigentlich hätte Bernd ja heute Nachmittag frei gehabt, nicht arbeiten müssen. Jetzt hat er gerade aber einen Anruf bekommen, dass die Person, die ihn hätte vertreten sollen im Laden, im entfernten Bekanntenkreis oder wie soll ich sagen, ein Corona-Fall oder Covid-Fall hat. Und da haben wir jetzt gesagt, aus Sicherheitsgründen dann lieber checkt das erstmal ab, weil wenn wir jetzt in Quarantäne müssten, das wäre oh, fatal und nicht auszuhalten, weil wir ja halt den Umzug jetzt vor der Brust haben. Also treffe ich mich jetzt mit Bernd und Calvino vorm Baumarkt. Der Bernd hat den Calvino schon von der Schule eingesammelt. Und dann holen wir nur das Kopf- und Fußteil fürs Bett. Ja, dann können wir halt morgen wenigstens weitermachen am Haus. Also das ganze Wochenende können wir halt weitermachen am Haus. Und der Bernd muss heute Nachmittag arbeiten. Ja, also
gehe ich dann nachher wahrscheinlich alleine zum Action, weil wir das eventuell nicht mehr schaffen, je nachdem. Müssen wir schauen. Wir suchen Dübel für unsere. Müssen die noch auswiegen, ne? Achso. Die muss man wiegen. Für die Wandhalterung vom Fernseher brauchen wir neue Dübel. Sind das 10er oder 12er? 8? Das hier? Ja, G245. Drei für rechts, drei für links. Die kleinen können wir ja trotzdem noch nehmen. Zur Unterstützung, ja. Okay. Hinten machen wir von hinten durch, da ist ja egal, haben wir gesagt, von hinten die Schrauben. Aber meinst du nicht mit Winkel hält das besser, das Kopfteil? Können wir auch machen. Das ist echt schwer, ne? Ich glaube, also groß und schwer. Dann von vorne hinten. Was meinst du? Ja, sind ja jeweils drei Teile, ne? Ja. Drei Teile am Kopf und drei am Fußteil. Ja, warte mal, haben wir dann die? Und dann? Dann ist für drei für rechts, drei für links. Ja. Und fünf für den Kopf. Und fünf. Haben wir drei Teile. Dann brauchen wir nochmal 2, 2. Wir brauchen 2, 3, 2. Richtig? Dann brauchen wir nochmal 4. Welche sind wir nicht brauchen, können wir immer noch umtauschen. Umtauschen. Und die kleinen können wir immer noch zu verstärken dann. Ja. Ja. Die sagen, die sind alle gespannt auf unser Familienbett. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich esse. Ja, schlafen hört sich gut an. So, jetzt müssen wir uns. Wollen wir uns davon drei holen? Na, wir haben ja gesagt, ein großes und zwei. Ja, aber die sind höher als die großen. Ach so. Aber die haben ja hier dieselben Maße dran geschrieben. Nein. Doch. Das ist länger, ja, aber. Ja, aber die Breite. Aber die ist hier. Also schrömmelig, die sind viel schöner. Ja. Ja, dann würde ich jetzt sagen, drei. Oder? Dann brauchen wir 120. Und 2x80 da. Das ist jetzt zum Beispiel richtig schön. Das hat richtig viel Rinde. Voll schön. Da brauchen wir ja 6 Stück davon. Ja, das war's doch dann jetzt, oder? Schön sind die. Die Rinde. Wo sind wir dann jetzt preislich für unser Familienbett? Ja, 125, 300, ungefähr 300 Euro. Plus die Matratzen, plus 450. Die Matratzen. Ja. Ja, vom Streuradius meine ich. Ich würde es quer machen, nicht hoch, also breiter als. Ich würde eher quer machen, weil das eher nach oben und unten versetzt, ja? Als in der Seite. Okay. Ja, weil Calvino wollte die Dartscheibe bei sich im Zimmer haben. Oder ich nehme auch zwei dünnere für eine Seite noch. Mhm. Aber es ist ja schon mal schön, dass sie weiß ist und nicht dieses ja, Grobspan. Die ja. Wenn das nicht klappt, können wir immer noch gucken. Ja, und diese Türdichtung hier habe ich jetzt für 6 Türen ja. genommen. Was überall ist, ja, aber wir haben ja 6 Türen.
Das ist alles fürs Bett. Mhm. Ja. Du wolltest das selber bauen. Ansonsten einmal nach Ikea, dann wäre es einfacher gewesen. Hätten wir es auch alle schleppen müssen, ne? Ja, aber das wäre dann so abgepackt gewesen. Dann hätte ich da Hass gekriegt. Ja. Ja. Ja, er will sofort, Smurfy wollte das Holz kauen. Ja, wir fahren jetzt zum Laden. Die Mittagspause ist schon um. Dann essen wir da eben zusammen. Ja. Irgendwie stehen die falsch rum. Ich das hier mal geparkt hatte, diesen falsch rum, so eine Kacke. Warum hast du da einen Euro reingesteckt und nicht? Weil es nicht ging, weil ich nicht 2 Euro schieben wollte. Er passt nicht. Doch, geh mal weg. Und passt nicht? Ja, aber das ist falsch. Hab ich doch gesagt. Ihr glaubt nicht, was passiert ist. Oh. Calvino muss in Quarantäne. Ey. Ich habe gerade die E-Mail bekommen von der Schule. Entschuldigung, ich habe voll Sodbrennen. Bernd erreiche ich nicht. Den habe ich schon erreicht, aber der hat halt voll Kundschaft, ganz viel los im Laden. Der kann gerade nicht reden. Mit den anderen Muttis von der Schule, die mit denen ich gesprochen habe, die wussten auch noch nichts. Ich sage, kontrolliere mal deine E-Mail. Unsere Klasse muss in Quarantäne für 2 Wochen. Ein Lehrer und ein Schüler sind getestet. Oh, positiv. Jetzt laufen die Leitungen heiß. Ja, keine Ahnung. Ich muss alles weitere klären. Ich habe mir die jetzt 12-mal durchgelesen, die E-Mail, aber ich bin jetzt gerade so auf. Weiß ich auch nicht, dass ich nicht. Ich bin gar nicht aufnahmefähig. Ich habe nächste Woche so viele Termine wegen dem Umzug und alles. Darf ich jetzt arbeiten? Darf ich nicht arbeiten? Wird mein Kind krank? Wird mein Kind nicht krank? Werde ich krank? Ich bin schwanger. Ich habe nächste Woche Hebammentermin. Darf ich dann auch nicht dahin? Das darf nicht wahr sein. Und heute Mittag habe ich euch noch erzählt, dass wir im Laden, also da haben wir halt gesagt, dass sie zu Hause bleiben sollen, erstmal klären soll. Und jetzt sitzen wir selber in dem Boot. Da steht drin, man soll die Kinder separieren. Also die in Quarantäne müssen, die soll man separieren von dem Rest der Familie. Ja, soll ich jetzt sagen, bleib in deinem Zimmer für 14 Tage? Das macht, also. Mist. Das darf nicht wahr sein. Antworte mal eben. So. Ja, also die anderen haben auch die E-Mail bekommen. Also zumindest die, mit denen ich jetzt Kontakt habe. Das heißt, die ganze Klasse ist wohl in Quarantäne. Und lustigerweise, heute ist Freitag, steht in der E-Mail, dass die Quarantäne, in der E-Mail, die gerade eben gekommen ist, ne, vor einer halben Stunde oder so, und da steht drin, dass die Quarantäne seit Montag, also dieser Woche, schon ist. Also sind ja jetzt schon 4 Tage vorbei.
wo die alle hätten in Quarantäne sein müssen. Und ja, halt freudig rumgelaufen sind und in der Schule waren und überall waren. Und da die Kinder jetzt noch nicht als infiziert gelten, da sie ja nur mit eventuell Kontakt hatten mit infizierten Personen, sind sie nicht infiziert. Und deswegen müssen wir auch nicht in Quarantäne. Das heißt, wir dürfen weiter arbeiten und man soll die Kinder halt separieren von dem Rest der Familie. Ja, und ist halt so vom Gesundheitsamt. Ja, und auch wenn man jetzt einen negativen Test vorlegen würde, würde das nicht die Quarantänezeit beeinflussen. Das bleibt. Und Montag bekommen wir dann Informationen, wie es mit dem Fernunterricht weitergeht. Ja, geil. Ja, keine Ahnung. Ich warte immer noch darauf, dass Bernd mich zurückruft, dass wir brainstormen können. Und ich sag euch, das sollte eigentlich so ein Baumarkt- und Action-Besuch-Einkaufsvideo werden. Ja, Satz mit X war wohl nix. Ich sag euch, wir sind in Quarantäne, wenn der Umzug vonstatten gehen soll. Oh Mann. Ja, nutzt nichts. Es nutzt nichts. Kann man nichts machen. Ich muss mich ein bisschen weiter informieren. Ich weiß auch nicht, aber wie, da steht ja in der E-Mail drin, dass wir alles machen dürfen. Nur halt Calvino, der ist in Quarantäne, oder halt diese Klasse von ihm ist in Quarantäne. Aber Wahnsinn, dass das halt schon am Freitag erst kommt, die Nachricht, und am Montag hätten sie schon in Quarantäne sein müssen. Wahnsinn. Also, boah, man sieht ja fast gar nichts. Ich muss mal Licht anmachen. Es ist jetzt schon voll spät. Es ist voll verpixelt so, ne? Naja, wesentlich besser ist es auch nicht. Aber egal. Ich habe euch etwas zu sagen. Es ist schon spät jetzt, ich glaube 9:30 oder so. Und wir haben noch ganz lange geredet, Bernd und ich, und geplant. Und ja, wir haben uns dazu entschlossen oder entschieden, dass wir uns die nächsten 2 Wochen auch etwas zurückziehen werden. Passt ganz gut. Ich habe ein Loch im Ärmel. Da wir ja hier noch eh viel zu tun haben. Und ja, also wenn ihr dieses Video hier seht, dann ist für uns schon die Quarantäne quasi vorbei. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir ja, nicht arbeiten, dass wir zu Hause bleiben und halt uns aufs Renovieren beschränken. Ja. Ciao. Ja, sämtliche Termine werden wir erstmal verschieben. Und ja, ich werde natürlich auch vloggen. Also ich weiß nicht, ob jeden Tag ein Video online kommen wird. Jetzt wird es erstmal 2 Wochen sehr ruhig hier auf diesem Kanal. Und dann schneide ich das alles hinterher, wenn so quasi der Umzug über der Bühne ist. Ja, also ich filme das mit, ich speichere das und dann schneide ich das und lade das hoch, zeitversetzt quasi. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Heftig, dass das so einfach so kommt, die E-Mail, und ist einfach so beschlossen vom Gesundheitsamt. Die kommen nächste Woche auf uns zu, also nicht nur auf uns, halt auf alle Eltern angeblich, aber da werde ich euch dann auf dem Laufenden halten. Ich werde euch auch auf Instagram werde ich euch schreiben halt, dass alles okay ist, weil ja jetzt halt 2 Wochen keine Videos kommen, dass ihr euch keine Sorgen macht und
egal, wenn irgendwas ist, dann sage ich euch immer auf Instagram Bescheid. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen durch den Wind. Ne? Das war jetzt doch alles ein bisschen viel, diese Nachricht und dann jetzt so alles ummodeln. Ja, halt, keine Ahnung, was machen wir jetzt, was machen wir nicht. Also zum Beispiel, wir gehen nicht mehr einkaufen, wir verschieben alle unsere Termine. Mit dem Hund spazieren finde ich jetzt noch okay, weil wir haben ja jetzt nicht wirklich Quarantäne, das ist ja mehr so freiwillig. Ja, einkaufen, weiß ich, kann man auch liefern lassen, ne? Das ist ja kein Problem. Oder ob uns das jemand bringt, ich weiß es nicht. Mal schauen. Ja, gut. Aber es wird keine Langeweile aufkommen. Wir haben ja genug zu tun trotzdem. Aber ja, ich bin jetzt einfach nur froh, wenn ich gleich schlafen kann. Und ich würde das Video jetzt auch einfach hier beenden. Und morgen gibt es dann den Vlog Quarantäne Tag 1. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!